So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich möchte euch kurz was zeigen, und zwar das. Das ist total beschissen, aber nicht nur, weil das ein Beutel voller Windeln ist, sondern weil der so klein ist. Wie macht der Ramses das? Der Ramses war letztens, hat er sich so Müllbeutel genommen aus dem Rewe-Sender, wo du 1000 Stück auf einer Rolle hast für 10 Cent. Da passt so viel rein, da gehst du einmal die Woche raus, wirfst den Beutel weg mit 1000 Windeln drin, das passt. Pupsi sagt natürlich, ich gehe los, ich kaufe extra Hygiene, Windel, Beutel, da kommen die Windeln rein. Und wie ihr seht, ist das total Abzocke. Der Beutel ist so groß, dass da nur 2 Windeln reinpassen und der Ramses jetzt 5-mal am Tag Windeln wegbringen muss zum Müll. Das geht nicht auf, ja, ihr sagt jetzt wieder, wenn das so, der Beutel zu groß, da liegen die so lange rum, da riecht das so. Ist mir doch egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt 30 Mal zum Müll laufen, wo ich vorher nur einmal laufen musste, weil jetzt Hygiene-Windelbeutel am Start sind. Heute geht es aber um Pokémon Go. Heute haben wir hier die Sternenhimmelforschung Tag und Nacht, beim Tag und Nacht-Event, was 10 Uhr begonnen hat. Und was es da für Aufgaben gibt, das zeige ich euch gleich. Danke an Taiwa Tiso, die hat mir nämlich das Ticket geschenkt für die Spezialforschung. Es gibt zwar die Spezialforschung kostenlos, wo am Ende ein Cosmog rauskommt, aber mit dem Ticket kriegt ihr das zweite Mal die Forschung, um ein zweites Cosmog noch zu erhalten. Und die Forschung ist nach dem ersten Kapitel sowieso zweigeteilt in einen Tag- und in einen Nachtabschnitt. Das heißt, ich kann euch beide Verzweigungen vielleicht sogar zeigen, weil ich jetzt 2 Tickets habe. Jetzt aber erstmal Windeln wegbringen. So, wir nähern uns dem Objekt der Begierde. Und das sieht auch richtig super aus. Reingefeuert. Weitergegangen. So, kommen wir mal von einem beschissenen Thema zum nächsten, denn das ist eine Dixie-Toilette. Die steht hier einfach mitten in der Baustelle, damit die Sonne nicht so blendet. Gehen wir mal kurz hier rein und wollen euch mal die Aufgaben vorlesen für die Spezialforschung. Tag und Nacht, wir gehen jetzt hier mal auf den Professor. Die müsste ich ja jetzt 2-mal haben. Ich drücke mich ganz kurz da durch. Hier riecht es halt wirklich abartig. Sternenhimmel 1 von 4. Sternenhimmel 1 von 4. Erkunde 2 Kilometer, fange 2 Pokémon vom Typ Psycho, fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. Ich werde jetzt erstmal zum Norma laufen oder was das ist, werde mir ein Wanderbier holen, dabei die 2 Kilometer erkunden und dann fangen wir noch die restlichen Pokémon. Und jetzt schnell raus, es riecht nämlich wirklich abartig. Guck mal, ein Spiegel. Oh. So, kurz abgedriftet. Der Suche nach einem Abra in der Nearby-Liste. Ich habe nämlich gesehen, dass so gut wie keine Psycho-Pokémon rumsitzen. Abra ist Psycho, Sonnenfell ist vielleicht Psycho. Ansonsten habt ihr hier meistens, wie heißt Pflanze? Pflanze ist am Start. Ob Abra drin bleibt, weiß ich auch nicht. Abra flüchtet ja meistens direkt, wenn ihr das schlecht trefft, so wie ich gerade. Hauen wir nochmal drauf. Dann zeigen wir euch mal, was genial ist, was ich schon wieder gefunden habe. Hier, Abra Psycho ist drin, 10 verschiedene, 2 Kilometer laufen. Dann schauen wir mal. Guckt mal hier, Dixie! Schon wieder 2 Dixie-Klos gefunden. Meiningen ist so eine beschissene Stadt, oder? So, das ist wie immer, ich verstehe gar nichts. Weiterer Fall für Achtung Abzocke. Da gehst du da rein, guckst extra, was ist das günstigste Bier? Das gab in dem Sinne kein günstiges Bier, weil alles teuer war, aber beim Tyski von Groni war ein Schild drüber über den Kästen. Groni Tyski statt irgendwas mit 80 Cent oder so, nur irgendwas mit 50 Cent, habe ich gedacht, wow, da schlägst du zu, ein Tyski. Da bist du ja mit dem Pfand bei ca. 60 Cent, geh an die Kasse mit dem einen Bier, sagt er, 92 Cent. Ich sag, hä? Das war doch vergünstigt, da war doch Angebot, Werbung. Nee, das war das Sternburg und auch nur, wenn man einen ganzen Kasten nimmt. Die haben nicht mal Sternburg. Ich habe zumindest keins gesehen. Naja, egal. Ich wandere jetzt weiter in der Fahrermanier. Machen wir jetzt unser Bier auf. Den Stöpsel nehmen wir natürlich mit, das ist wichtig. Und erkunden 2 Kilometer. Abzocke, Abzocke. Ich gehe jetzt hier in diesen Wald. Denn in diesem Wald gibt es Treppen. Guckt euch das doch mal an, was es hier für Treppen gibt. So, wir lassen uns von der Abzocke aber nicht beeindrucken. Wir haben nämlich jetzt die 2 Kilometer erkundet, brauchen trotzdem noch 2 verschiedene Pokémon,
Arten. Ich drücke mal hier drauf und hoffe, dass ich damit die Aufgabe jetzt noch abschließen kann. Da ist nämlich ein Monozyto drin. Wir sind bei 9. Und das, nein, es ist ein Abra. Und das habe ich ja schon gefangen. Das dürfte also nicht zählen. Wir brauchen also noch eine andere Art. Hier sitzt ein Gramurks. Gramurks habe ich, glaube ich, noch nicht eingetütet. Das dürfte zählen für die Aufgabe. Hat gezählt, passt. Holen wir hier auch mal die Belohnung ab. Da ist noch ein Marmolita drin. Das werden wir auch fix eintüten mit dem Schnellfangtrick. Dann möchte ich die 2 gerne mal bewerten, also die 3. Nämlich das Marmolita, weil das kam ja jetzt aus der Forschung. Und dann das Monozyto und das Abra. Da ist nichts Gutes dabei. Wir schließen dieses Kapitel ab. Und jetzt müsste gleich die Spaltung kommen, wo man zwischen Tag und Nacht entscheiden muss. Wir haben jetzt hier, wohin genau? Ich, weil ich mich tagsüber befinde, werde jetzt auch auf Tag gehen. Das ist auch schlecht, also braucht man eigentlich auch nicht. Ein wildes Rumgedrücke hier, wenn du sonst nicht mit dem iPhone spielst, ist das immer total merkwürdig. Tagaktive Pokémon erforschen, nachtaktive Pokémon erforschen. Wir nehmen die tagaktiven, bestätigen nochmal und haben jetzt 2 von 4. Unten mache ich noch nichts. Unten, das machen wir in einem extra Video, wenn wir Nachtaktive wählen. Wir haben bei Tagaktive, fange 20 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer, erkunde 10 Kilometer und drehe 25 Pokestops oder Arenen. Da gibt es einiges zu tun, vor allem das 10 Kilometer erkunden. Ich weiß jetzt schon, dass ich das am Freitag von 10 bis 13 Uhr nicht schaffe, diese Aufgaben zu lösen und dann bis 15 Uhr das Video hochzuladen. Das tut mir leid. Wir fangen jetzt aber Pflanzen und Käfer, die sitzen ja eh überall. Außer da, wo ich gerade bin. Im Wald. So, jetzt habe ich mir eine super Stelle gesucht, um die Aufgabe fertig zu machen. Zumindest mit dem letzten Pokémon-Fang und dem letzten Stop-Drehen. Hier ist nämlich so ein richtig fetter Stein, den ich euch mal zeigen wollte. Der steht hier mitten an so einer Kreuzung bei so einem Autohaus. Der sieht doch richtig genial aus. Den zeigen wir euch auch mal von der anderen Seite. Und dann auch das Problem, was ich habe. Und zwar, hier sitzen weder Pokémon, noch gibt es hier irgendwie Stops oder Arenen. Also ich kann den letzten Stop nicht drehen, weil keiner da ist. Das heißt, ich darf den Stein eigentlich gar nicht ins Video nehmen, weil der hat mir nichts gebracht. Ich ziehe einfach weiter, laufe noch ein Stück, muss eh noch erkunden. Aber wollte das als Location mit reinnehmen. So, und ich möchte euch nochmal den Beweis zeigen, ja. Dass hier das Tyski steht. Und hier ein Schild, dass das Tyski verbilligt ist. Statt 84,59. Nicht Sternburg. Hier steht nämlich gar kein Sternburg. Hier gibt es kein Sternburg. Tyski. Und da ist der Preis für Kasten, da ist der Preis für Einzelflasche. Keine Ahnung, was. Und das Beste ist auch noch das. Du kaufst hier eine Flasche. Wird die Flasche abgeben? Natürlich nimmt der Markt die Flasche nicht. Die Flasche, die du eben gekauft hast, nimmt er nicht. Also goldene Meile Meiningen wird auf jeden Fall schwer bei solchen Voraussetzungen. So, der Ramses ist zurück in der gelben Röhre, wie man sieht. Wenn ich so mache, könnt ihr rausgucken. Wenn ich so mache, tut mir alles weh. Hier ist übrigens der Ausgang. Aber das ist egal. Hier habe ich gedacht, da könnte man mal einen Overnighter machen mit der Tourin. Ich muss jetzt hier rein. Ich habe aus Versehen von der zweiten Forschung oben auf das Ding gedrückt. Das sollte eigentlich nett sein. Das will ich ja später abholen und die Nachtforschung zeigen. Was hier aber fertig ist, die 10 Kilometer erkunden. Wir müssen noch einen Pokestop drehen und eine Pflanze fangen. Hier ist ein Pokestop. Den drehen wir mal. Wir fangen eine Pflanze. Hier ist nämlich ein Lil Minip. So, hier ist es eng, aber das Lil Minip will mit. Ist auch jetzt drin. Wir holen die Bälle ab. Wir holen die Bären ab. Wir holen die Pokémon-Belohnung ab. Haben ein Iskala, was wir auch ganz fix fangen. Dann die Endbelohnung abholen, das Iskala bewerten wir gleich noch, schauen was hier noch drin ist. 78 Staub, das ist ja mega heftig, oder? Habt ihr schon mal so viel Staub gesehen? Es ist halt hier sehr eng, da kannst du nicht richtig werfen. Jetzt sind wir schon wieder auf der nächsten Seite. Da ist wieder dieser Galaxie-Mensch. Wir wollen aber fix bewerten, das Fleckmon. So. Oh, 100% Fleckmon mit Senfkopf. Aus der Forschung, Iskala, nix.
Das ist cool, das so als Highlight. Dann habe ich übrigens hier kurz was gebrütet. Aus Versehen, das Kabuto kam aus einem Ei. Zuru-Keks, Pam-Pam, Gladiandri, Ganovil, nochmal Gladiandri. Ist aber nichts Spannendes dabei und jetzt wird es sehr kompliziert. 10 Curveball-Würfe hintereinander. Fange 50 verschiedene Pokémon mit Wetterverstärkung. Verdiene 10 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Ich habe jetzt eigentlich Tyva drin, weil die mir ja die Forschung geschenkt hat. Da habe ich gedacht, immer wenn mir jetzt ein Ticket gibt, da werde ich dann den Buddy nach demjenigen benennen. Ich möchte jetzt aber wechseln auf Gyarados. Dieses Gyarados, was schon Best Buddy ist, dem ein Knusk geben, denn Gyarados braucht 1 Kilometer, wären also 5 Kilometer für 5 Bonbons. Wenn ich dem aber ein Knusk gebe, ist der ja erregt und dürfte nur 2,5 Kilometer brauchen für ein Bonbon, sodass diese Aufgabe auch schnell beendet ist. Er kriegt von mir jetzt ja auch ein Knusk. Und gleichzeitig haben wir im nächsten Kapitel, das weiß ich leider schon, nochmal Eier brüten. Deswegen habe ich auch schon Eier in die Eierbrutmaschinen gelegt, sodass das Bonbon mal laufen, die Eier schon mit anbrütet. Hier 1,8 von 8 oder 2,2 von 8. Dass die 12 Kilometer Eier nochmal 5 Stück aufgehen, aber das dann erst im nächsten Kapitel. Wir müssen jetzt erstmal Pokémon mit Wetterverstärkung fangen, mit Wetterbrust. 10 Bonbons verdienen und 10 Curveball-Würfe hintereinander. Kann man ja hier mal zeigen, hier sitzt ja noch ein Lilminip. Ist das ein Curveball-Wurf? Ja, ist aber abgerissen. So, da haben wir einen Curveball-Wurf. Hier können wir einen Curveball-Wurf machen. An sich sind die nicht so schwer. Außer der Ball schnippt einfach weg, weil ihr keinen Platz habt. Bruder, was ist denn los? Lass los, einer ist da. Das ist sehr schön. Hier ist noch eins, kann man euch mal zeigen. So, jetzt diesmal ist er nicht weggeschnippt, aber Curve ist gelandet. Alle sind fort. Ich sag, wir fangen 50 Pokémon, wir machen Curveball-Würfe. Wir zeigen euch dann die Belohnungen im nächsten Kapitel. So, und das Gute ist, wenn man immer in der Nähe der Wohnung bleibt, da kann man auch super genial zwischendurch noch Sachen erledigen. Jetzt hat Pupsi gesagt, ob ich nicht bitte mal den Papp mit runternehmen kann. Da habe ich gesagt, warte, ich komme kurz da mal hoch, nehme nochmal den Papp mit. Jetzt sind wir hier beim Papp, da drüben ist der Papp. Hier vorne ist der Papp und da ist auch der Papp. Und wisst ihr was? Guckt euch das mal an. Das ist die neue Capital Bra Pizza. Da wurde noch mega ein Geheimnis draus gemacht. Wir haben die jetzt aber schon bestimmt 5 Tage bei uns zu Hause rumliegen. Die gab es im Kaufland, obwohl Kaufland die noch gar nicht verkaufen durfte. Team Capi, 5 Uhr vor Marci. Ihr seht, da sind gleich 1, 2, 3 Stück mindestens. Aber den ganzen Olaf nehmen wir jetzt hier. Und schieben den da rein und das halte ich jetzt von der Capital Bra Pizza. Also nein, der Karton natürlich nur. Ich habe schon ein Ramses Kitchen aufgenommen von der Pizza. Das wird auch demnächst online kommen, aber ich muss sagen, mir hat die sehr gut geschmeckt. So, wir sind fertig mit dem Erkunden. Wir haben erkundet, guckt euch das mal an. Da Stromkästen. Wir befinden uns in der Stromkastenlandschaft. Euch stelle ich jetzt mal hier drauf, weil das sieht nämlich auch fett aus. Wir gucken mal hier rein in die Aufgaben. Wir sind mit allem durch. Wir hatten ja, hier gibt es 3000 Staub, hier gibt es 15 Bälle. Die Aufgabe natürlich noch mit den wettergeboosteten Pokémon. Die ganze Zeit waren Pflanzen geboostet. Seit um 12 sind Pflanzen nicht mehr geboostet. Seit um 12 ist plötzlich Gestein und normal geboostet. Jetzt habt ihr manchmal Galazickzacks da rumfliegen. Aber was ihr ganz viel habt, ist Sonnfell. Und Sonnfell ist ja Gestein und das war geboostet, Wetter geboostet. Und da konnte ich jetzt immer durch die Sonnfell die Aufgabe fertig machen. Und was sonst noch passiert ist, ich will mal kurz auf Schillern gehen. Bei den ganzen Sonnenfällen, die ich gefangen habe, waren sogar 2 Shinies dabei. Und zwar dieses hier, 16.06. Meiningen, 3 graue Sterne. Und das auch 16.06. Meiningen, auch 3 graue Sterne. Also noch 2 Shiny Sonnenfällen mitgenommen beim Vervollständigen der Aufgabe. Wir holen jetzt hier dieses Pokémon ab. Immer noch Kapitel 3. Es sind Metang drin. 715 WP. Machen mal so. So ein Stück weg von der Kamera, dass ich weiter curven kann. Man muss ja auch nicht immer alles mit dem Schnellfangtrick fangen, man kann sie auch einfach normal fangen. Es ist aber drin geblieben. Holen die Endbelohnung ab, da gibt es sogar noch ein
Moosmodul, wo ihr auch Folipurba dann entwickeln könnt. Was heißt hier, ich muss erst die Spezialforschung abschließen? Das heißt, ich muss dieses abholen, das Monozyto, was ja eigentlich zu der anderen Forschung gehört, zu dem anderen Kapitel. Fangen wir es mal da oben raus, dass das weg ist. Das hat sich wahrscheinlich dahinter versteckt und jetzt müsste da hier das Methang drin sein. Fangen jetzt das Methang. Hätte ich es normal gefangen, wäre das ja auch drin. Nein, ich habe es natürlich versucht mit dem Schnellfangtrick, dann ist es in den Queststapel gerutscht. Aber der abgeholte Spezial-Queststapel darf halt nur, naja, eins beinhalten und eins, was ich kurz hinten anstelle, aber ihr könnt ja nicht tausend Sachen sammeln. Digga, wie fies ist das denn, überhaupt zu treffen mit seiner komischen Spitznase? Jetzt ist es hoffentlich drin. Es ist weg. Wir holen die Endbelohnung ab. Freuen uns über das Moosmodul. 789 Staub, was eigentlich nichts ist. Hier ist ein Starmi noch drin. Sieht man auch selten. Habt ihr schon mal ein Starmi gefangen in der Wildnis? Sehr schönes Pokémon. Kommen wir auf die letzte Seite, wir werden gleich ganz kurz noch das Starmi und das Methang, wie viel die haben. So, Methang war ein, immerhin 3 Sterne, das Starmi auch 3 Sterne, sogar ein 98er, also ist relativ gut. Fast ein 100er nämlich. Das Monozyto war schlecht, also das wollen wir uns gar nicht angucken, egal. Was sind die Aufgaben noch? Brüte 5 Eier aus, fang 50 Pokémon vom Typ Psycho, verdiene 7890 Sternenstaub, 1900 Hammer jetzt. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet, das heißt, ich habe hier ein paar Eier genommen. Die 8 Kilometer Eier, die sind jetzt bei 7,4 von 8. Die werde ich schlüpfen lassen. 50 Psycho Pokémon dauert jetzt noch ein bisschen, der Staub kommt von alleine. Wir melden uns also gleich zurück. So, mittlerweile bin ich zu Hause angekommen. Die Aufgaben sind jetzt alle fertig. Das hat ewig gedauert mit den Sonnenfell. Das war total bescheuert. Ich habe gefühlt auch einfach nur 50 Sonnenfell gefangen, weil es einfach keine anderen Pokémon gibt. Es gibt theoretisch nur Sonnenfell. Und andere Psycho-Pokémon gibt es nicht. Die Eier sind aufgegangen. Gut, Pandimos kann noch auftreten vielleicht, habe ich gelesen. Die Eier sind auf jeden Fall noch auf... Oha, 100% Molung, ich habe die Eier noch nicht bewertet, 100% Molung mitgenommen, das erste Ei hier, das zweite Ei, Skalück, Gladiandri ist das dritte, Absol ist das vierte, Ganoville ist das fünfte Ei, und hier dazwischen ist noch ein 100er Sonnenfell, also ich habe jetzt 5 Eier gebrütet, ich habe 50 Psycho-Pokémon gefangen, die alle Sonnenfell waren, und ich finde am krassesten einfach das Molung. 100% Molung. Ich glaube, Molung hatte ich noch nicht. Das mal maxen, kann man leider nicht entwickeln, aber Molung als Baby maxen, das wär's doch. Fehlen mir noch ein paar Bonbons, mit denen wir laufen. Oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch die restliche Aufgabe abholen. Wir haben hier nochmal silbernes Ananabären. Hier ist ein Sternstück drin. Hier, 4 von 4, haben wir ein Simsalar. Auch wenn es nicht fliehen kann, will ich jetzt fix, um es zu beschleunigen, die silberne Ananabeere nehmen für die meisten Bonbons und ich gehe trotzdem auf Flucht. Es ist drin. Wir holen jetzt Cosmog ab. Eine Begegnung mit Cosmog, da ist es 171. Auch hier nehmen wir eine silberne Ananabeere, nehmen einen Ball, schmeißen den drauf, bewerten gleich, wie gut oder schlecht es ist. Ist jetzt beides drin, jetzt haben wir nur nochmal die genau gleiche Forschung, die wir dann aber beim Pfad Nacht abschließen wollen. Dazu aber ein extra Video, jetzt bewerten wir kurz noch das Simsala, auch ein 98er, 98er Simsala noch aus der Forschung und das Cosmog, 2 Sterne. Ich habe es jetzt natürlich, was habe ich denn? Cosmog, ich habe dieses eine und dann die Weiterentwicklung, Lunala, Solgaleo, beide dann jetzt als Lucky. Das hier war 3 Sterne, das hier ist auch 3 Sterne, die habe ich beide auf Level 40 gepusht. Ansonsten noch ein Cosmog aus der zweiten Forschung. Und dann habe ich die Familie voll erstmal. Ich habe dann erstmal die Familie voll, das ist eine gute Idee und vielleicht ist das sogar noch besser, vielleicht sogar da ein 100er. Ansonsten habt ihr schon ein Cosmog, habt ihr die Forschung gemacht, habt ihr die Forschung euch gekauft. Zusätzlich habt ihr nur die Gratis-Forschung gemacht. Welchen Pfad habt ihr gewählt?
Tag oder Nacht. Nacht, da musst du mehr Raiden und Feldforschungen machen. Bei Tag musst du mehr mit dem Buddy und Laufen und Bonbons und Erkunden und Eier. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Es ist 13:34. Mal gucken, ob ich das bis 15 Uhr schaffe, das Video hochzuladen. Aber erstmal alles rüber, exportieren, schneiden, hochladen, verarbeiten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. 100% Molung.